Hallo und herzlich willkommen zurück bei Cyberpunk. So, wir wollten eigentlich Claire tagsüber besuchen. Ja. Aber es ist immer noch Nacht. Captain Money, belastende Unterlagen über Matthias durchstehlen. Okay, hat dir deine Mutter auch mal gesagt, dass man Minus mit Minus nicht im Plus wird? Naja, in diesem Fall sind wir das dritte Minus. Kendashi besitzt gerade irgendeine Stelle als Direktor von irgendeiner Scheißabteilung. Nein. Ist ja auch egal. Viel wichtiger ist, dass es zwei Kandidaten für einen Job gibt. Du kannst dir denken, worauf ich hinaus will, oder? Bingo. Einer von beiden ist mein Klient und will irgendwelche Infos haben, mit denen er seinen neuen Erzfeind Matthias Dove erpressen kann. Das Hauptproblem dabei ist, dass Dove das menschliche Äquivalent zu weichgekochten, ungewürzten Scope ist. Er ist langweilig nichtssagend. Keine Leichen im Garten, keine Affären mit Minderjährigen, gar nichts. Aber das kann es doch gar nicht sein, dass ein Typ in so einer Position in einer Stadt wie Night City überhaupt keinen Dreck am Stecken hat. Ich meine, das ist verfickt nochmal unmöglich. Meine Kontakte meinen, dass Dove irgendwelche Verbindungen zu den Valentinos hat. Du musst dich in sein Büro schleichen und ein paar Daten von seinem Computer klauen. Wenn wir Glück haben, finden wir Beweise, dass diese Gerüchte stimmen. Und dann kann sich Mr. Unschuldslams Dove seine Beförderung sonst wohin stecken. Und komm raus. Welche Waffe? Was zum Henker? Was zur? Was denn? Was war denn? Gib auf! Es gibt keinen Kommen! Wer soll aufgeben? Schütz da drinnen. Interessant, da komme ich nicht durch. Also gut, BD 55, 7a, gut. Mhm. Thank you.
Okay. Da liegen schon ein Haufen Leichen, ich habe keine Ahnung warum. Okay. Nicht da. Versteckt. Do not be able.
So. Hier. Hallo, wo bist du? Hier unten, wo bist du? Machst du sowas? Wenn wir bereit sind. Na gut, damit hat er seine Beweise, die er gerne hätte. Bitte 1, 10, 7a, E9, E9, 55. Ja, da gibt es aber keinen. Also bitte 1, 10, 7a, E9. Um.
55, aber es gibt ein CE9 zum Beispiel. Okay, dann machen wir das so. 7AE9 55, ein CE9. Super Arbeit, Bee. Stoff ist erledigt und er weiß es noch nicht mal. Dankeschön. Auftrag abgeschlossen. Dies kommen angeflogen. Das ist sehr gut. Und wir sind 36. Guck mal, das war doch gleich hier um die Ecke. Ah ja, wir sind die gleich da, okay. Gut, sind wir gleich da. So, Charakter, jetzt haben wir da 20, da 18, die wollten wir haben. Konstitution, wollten wir da auch noch irgendwas? Wir wollten Straßenschläger, glaube ich, machen, oder? Alleine für diese Ringquest. Erhöhte Nahkampfschaden, finde ich, klingt gut. So, und dann geben wir auch einen Punkt. Auf Konstitution. So. Da wäre ich aber leicht auch gekommen. So, BD, BD, 1C. So. Sehr gut. Dann haben wir hier noch was zum Hacken. Nehmen wir auch mit. Ein C. E9 55. FF 1C. Ja gut, das wird auch gehen. Also mal, fangen wir an mit 1C.
1, C, E, 9, 59. FF 1, C. 1, C, 1, C. So, Hammer, da ist was. Jetzt wird es schon langsam Tag, gell? Hey, hey! Siehst du mich? Ja. So. Fünfzig, 7a, BD. Besser wird's nicht. Oh, ein neues Auto. Okay. Ja, ja, gut. Gut, noch irgendwas? Da noch. Da hinten noch. Oh, ich glaube, das war es dann, oder? So, dann hätten wir das hier auch. Damit schaut der Bezirk ja eigentlich auch schon ganz gut aus. Ja, wobei, nein, stimmt nicht. Das sind zwei unterschiedliche Bezirke. Jetzt können wir hierher. Da wollten wir ja eigentlich schon die ganze Zeit hin.
Wir haben einen vergessen zum Looten. Wen da? Ach, die da. Da. Unser Inventar ist was toll, das sollten wir dann schnell mal ausleeren. So. So, während wir, bevor wir da hochgehen, machen wir mal kurz eine kurze Bestandsaufnahme. Und entleeren uns ein bisschen. Mhm. So, dann haben wir zumindest schon mal weniger. Weiß-blaue, ja, komm her. Ja, lass mal das blaue von mir aus noch. So. Sehr gut. So, machen wir es mal so. Okay. Jetzt gehen wir kurz auf Upgrade. Upgraden. Okay. Upgraden. Okay. Können wir es ja so machen. Das da. Das da. Okay, dann haben wir alles abgegradet. Ah. Oh, gut. So, jetzt haben wir auf jeden Fall wieder Platz, ja, 68.
Braten. Ja. Komm schon, Baby. Claire? Okay, muss los. Unterm Wagen. Hey, Claire. Fette Maschine. Du kennst dich aus und hast Geschmack. Darf ich vorstellen? Die Bestie. Die ist im Kühlschrank, wenn du willst. Danke. Also, warum bin ich hier? Ich brauche einen Fahrer. Dich zum Beispiel. Ja. Ein Fahrer, ha? Huh? Und du navigierst? Nicht ganz. Dieses Rennen bestreiten Fahrer und Schützen. Und was bist du? Aha. Schützenkönigin oder Fahrschulabbrecher? Eher Motortunerin. Ist mein Ding. Außerdem schieße ich gut, fahre aber keine Rallyes. Ich hoffe, du hast es drauf am Steuer. Du machst das aber nicht zum ersten Mal, oder? Keine Sorge. Hab schon viele Runden gedreht. Und dein letzter Fahrer? Hat er aufgehört? Kann man so sagen. Ist letztes Jahr bei einem Rennen gestorben. Tut mir leid. Okay, Claire, du hast einen Fahrer. Okay, es sind 4 Rennen. Das erste im Stadtzentrum. Danach kommt eins in den Badlands, dann Santo. Und das letzte in Watson. Wann geht's los? Es gibt eine Qualifikationsrunde. Die müssen wir fürs Finale abarbeiten. Und wie? Wir müssen in mindestens 2 Rennen unter den Top 3 sein. Okay. Treffen wir uns im Stadtzentrum. Ich schick dir alles. Wenn du übertunte Motoren heulen hörst, bist du richtig. Wir sehen uns dort. Okay, jetzt zum Autorennen fahren. Ja, da bin ich die Richtige. Das Auto wird nur 16.000 kosten. Okay. Sonst machen wir hier mal die ganzen Dinger hier. Aber nicht mehr in der heutigen Folge. Ich sag für heute mal Tschüss, Baba. Bis zum nächsten Mal.